Wenn man jetzt mal zurückschaut, heute ist es ja meistens so, Entwickler, wie du sagst, Studiengang oder man hat damit irgendwie zu tun. Früher war es ja ganz, ganz anders. Wenn man mal an die Alten denkt, da hat es ja das noch gar nicht gegeben. Man dachte ja niemals vor 20 Jahren, dass PC einmal so, dass es mal solche Spiele geben wird, wie sie heute da sind. Also da hat man eigentlich gar nicht so gedacht, dass es mal so einen Anlauf nimmt. Und damals hat es ja die Entwickler, es gab ja keinen Studiengang dafür. Es gab ja, das Ganze gab es ja nicht. Es waren ja alles irgendwelche Leute, die was sich halt damals irgendwie zusammengerottet haben und einfach angefangen haben, da irgendwie rumzuprobieren und rumzumachen. Und da sind ja echt super Sachen dabei rauskommen. Genau. Weil du vorhin gesagt hast, du bist schon ein bisschen vom älteren Semester. Darf ich kurz fragen, wie alt du bist? Ja, ich bin 38. 38, also ein Jahr jünger wie ich. Hätte ich jetzt da auch noch Chance? Irgendwie da mal mitzuwirken bei so einem Entwickeln, weil ich habe viele Ideen, aber ich kann nicht programmieren. Wie funktioniert das also, dann? Wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten mitzuwirken. Du hättest, klar, es gibt da keine Altersbeschränkung. Bei dir würde ich jetzt zum Beispiel sagen, du könntest einfach mal als Tester einsteigen, dass du dann dem Studio anbietest, entweder vor Ort du die Möglichkeit hast, das zu machen, oder halt, sagen wir mal, regelmäßig, dass du eine Version bekommst und dann auch richtig Tester-Feedback gibst. Also nicht nur wie in Beta-Tests, wo eigentlich 90% der Spieler einfach nur zocken und vielleicht ab und zu mal dem Entwickler ein bisschen Feedback geben, sondern wirklich richtig. Und das sollte man nicht mit Spielen verwechseln, sondern das ist schon anspruchsvoll und macht auch nicht immer Spaß. Ja, ja, das weiß ich. Das kann ich mir vorstellen. Genau. Was wäre jetzt zum Beispiel ein Weg, wenn man sagt, ich habe jetzt nichts, was ich direkt in die Waagschale werfen kann, wie eben, ich kann toll zeichnen, ich mache super 3D-Models, ich bin der Superprogrammierer. Wenn man das jetzt nicht hat und einen anderen Hintergrund hat, dann wäre das Testen. Hat man so einen Hintergrund, kann man einfach Bewerbungen schreiben. Immer noch ein Weg. Oder gerade wenn man die Möglichkeit hat, Arbeitsproben zu schicken, sei das jetzt als Level-Designer oder als Künstler, einfach auch mal schicken. Das kann zum Beispiel auch ein Level sein, den man in einem Spiel mit Hilfe des Level-Editors gemacht hat. Das muss jetzt nicht was ganz Eigenes sein, das kann einfach auch, was weiß ich, wenn ich bei Heroes of Might and Magic da eine schöne Karte gemacht habe, dann kann man auch das mitschicken. Also es ist nie zu spät. Was man braucht, also wo wir jetzt zum Beispiel als Link der Menschens Wert drauf legen, ist auf jeden Fall mal Leidenschaft und ein Gamer-Background. Das heißt, man sollte einfach Spiele wirklich mögen und da mitwirken wollen. Das ist uns wichtiger, als dass man jetzt, sagen wir mal, eine 1-0 in Informatik hat, aber eigentlich nur Match 3 spielt. Das ist für uns jetzt wichtiger, aber da gibt es auch wieder andere Prioritäten bei anderen Ländern. Okay. Erstmal herzlichen Dank auch für die Infos. Da habe ich dann natürlich gleich die nächste. Was? Ihr habt jetzt Tank Operations, ist das das erste Spiel oder habt ihr schon mehr rausgebracht? Rausgebracht haben wir bisher nur Tank Operations. Wir haben allerdings noch jetzt, das kann ich sogar schon sagen, es wird einen Ableger von Tank Operations geben, Pacific Campaign, das wird dann entsprechend im Pazifikkrieg zwischen Japan und Amerika spielen. Okay. Es wird auch eine iPad-Umsetzung geben von European Campaign und wir sitzen noch an einem Adventure-Projekt, wo ich aber noch nichts Genaueres sagen darf, sondern erst, wenn es auch dann öffentlich vom Publisher wurde. Okay, ist klar. Okay, das hört sich gut an. Also ihr bleibt jetzt nicht nur jetzt, was Strategie betrifft, drauf, ihr macht auch dann in die Adventure-Richtung. Simulationsrichtung, geht ihr da auch irgendwie? Habt ihr da irgendwie was geplant oder denkt ihr darüber nach? Über welche Richtung? Simulationen. Simulation. Also wir sind jetzt nicht so festgelegt. Jetzt sind wir natürlich durch Tank Operations so ein bisschen in die Strategiespielschiene gedrückt worden und Adventures machen wir deshalb, weil das noch mit relativ geringer Manpower zu bewältigen ist. Ja. Aber Simulationen, also
Was genau meinst du mit Simulation? Simulationen, so wie jetzt zum Beispiel, was ich jetzt so spiele, wie Simulationen, so Berufssimulationen, Landwirtschaftssimulator, Spin Tyros zum Beispiel, Offroad Simulator, ITS und was es halt so alles gibt. Also Simulationsspiele, wo ich einfach einen Beruf simulieren kann, zum Beispiel Straßenkehrer-Simulator oder wie auch immer. Ob da vielleicht schon Ideen da sind. Oder dass ihr sagt, nee, wir bleiben in der Strategieschiene. In erster Linie. Ja. Genau. Okay. Also jetzt so, aller Landwirtschaftssimulator ist jetzt von unserer Seite nicht angedacht, was jetzt aber nicht heißt, wenn irgendein Publisher kommt und sagt, ja, wir wollen jetzt den Straßenkehrer-Simulator machen. Ja. Dass wir dann nicht entsprechenden Bedingungen sagen, gut, dann machen wir das. Also als kleines Studio kannst du es dir noch nicht so erlauben zu sagen, ich mache nur das. Sondern du musst natürlich gucken, dass du nimmst, was du angeboten bekommst. Das ist klar. Insofern würden wir das natürlich schon machen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, jawohl, wir machen das jetzt aus eigenem Antrieb. Okay. Glied Smitty hat eine Frage an den Entwickler. Wie lange dauert es von der Idee bis zum fertigen Spiel? Nehmen wir jetzt mal das Beispiel Tank Operations. Das, also grundsätzlich ist so eine Frage nicht einfach zu beantworten. Bei Tank Operations waren es jetzt von der Idee bis zum Spiel tatsächlich in Anführungsstrichen nur 8 Monate. Okay. Wir mussten da also ganz schön auf die Tube drücken. Das war einfach der Situation damals geschuldet, weil als neu gegründetes Studio waren wir damals schon mit dem Rücken zur Wand, kann man sagen. Und dann haben wir mit Roker Public, weil wir einfach schon vorher auch Kontakt zu denen hatten und eine gute Geschäftsbeziehung, hatten wir halt über ein größeres Spiel gesprochen. Also größer jetzt im Sinne von, vorher haben wir nur Portierungen gemacht, sondern wirklich dann mal was Eigenes. Und da kam dann die Idee zu Tank Operations. Ja, und dann musste es halt schnell gehen, weil es sollte noch vor der Gamescom erscheinen. So, das heißt, wir haben dann halt relativ schnell die Idee dazu entwickelt. Das waren so, würde ich jetzt mal sagen, 4 Wochen, wo wir uns mit der Idee selbst beschäftigt haben. Und dann kam halt die Umsetzung. Also dann kann man sagen, 7 Monate für Assets, Programmierung, Testen und so weiter. Aber das ist jetzt ganz speziell für Tank Operations. Also grundsätzlich, um die Frage etwas allgemeiner zu beantworten, für ein Spiel wie Tank Operations dauert es in der Regel 12 bis 8 Monate. Wobei 18 Monate eigentlich das realistischere ist. Für ein Adventure sagt man auch so 18 bis 24 Monate. Und für richtig große Spiele, also AAA-Titel, da reden wir dann aber schon von 3 Jahren bis 5 Jahren. Sowas wie jetzt meinetwegen GTA oder auch andere. Ja. Das dauert dann wirklich schon mehrere Jahre. Okay. Du hattest ja vorhin angedeutet, dass du da ja bei dem Fußballsimulator mitgewirkt hast von EA. Und dann, wie war das? Du fandest die Idee oder das nicht allzu gut. Hast du dir schon Gedanken darüber gemacht, in Eigeninitiative sowas mal zu probieren oder zu machen? Den Manager? Den Fußballmanager? Ja. Ja, habe ich schon. Aber ehrlich gesagt, auch ein Fußballmanager ist dann ein Spiel, da reden wir auch von 2 bis 3 Jahren. Das auch ist wenn klar. Der FM natürlich immer nur jährlich erschien, das lag aber auch einfach daran, dass schon eine Codebasis vorhanden war. Aber wenn man jetzt einen Fußballmanager komplett neu machen will, dann braucht man 2 bis 3 Jahre und vor allen Dingen sehr viel Manpower. Also man muss heutzutage, reicht es nicht mehr wie zu seligen Bundesliga-Manager-Zeiten, dass man da ein paar staubtrockene Menüs hat und ein bisschen Textmodus oder einen hin- und her fliegenden Ball. Heute wollen die Spieler entweder, wie das bei dem Manager von Sega ist, so eine 2D-Darstellung haben, am besten in Echtzeit, oder halt wie beim Fußballmanager eine 3D-Darstellung. Und dafür brauchst du richtig Manpower. Insofern
habe ich jetzt nie mit dem Gedanken gespielt, da irgendwie selbst aktiv zu werden. Das ist viel zu groß. Also viel zu viel, viel Geld und viel zu viele Leute. Ist ja klar, das Geld muss man erstmal haben, was sowas kostet. Ganz kurz, bei Feuerwehrsimulator weiß ich ungefähr, oder es wurde schon des Öfteren, ist dann im Interview mit André Bürger von WizGames besprochen, was sowas kostet. Natürlich darf man nicht offiziell über solche Zahlen reden, ist klar. Nur, man weiß halt zum Beispiel mit, weiß nicht, wie viel das man braucht für so Strategie-Game, aber ich denke mal, Simulationen sind, glaube ich, günstiger zu erstellen wie Strategie-Games. Ist jetzt so eine Vorstellung von mir. Nein, okay. Nein. Also, das kommt jetzt wiederum drauf an. Du siehst ja, wir haben die Assets kamen zum Beispiel relativ unterschiedlich an. Also in Deutschland wurden sie eher mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Mhm. Und man hat gesagt, die Grafik ist zu altbacken und manche haben auch gesagt, das wäre auf dem Niveau eines Grundschülers. international wurde es besser aufgenommen, zum Beispiel in England. Die fanden die Grafik eher schön und toll. Das ist sehr unterschiedlich, aber man muss natürlich schon sagen, wir haben die Grafik relativ einfach gehalten, uns auch deshalb für 2D entschieden und mit den Animationen irgendwo gegeizt. Also du siehst ja, wir haben halt ein paar Explosionsanimationen und ähnliches, aber die Einheiten selbst sind nicht animiert. Das ist dann zum Beispiel ein Punkt, wie wir jetzt am Aufwand gespart haben. Wenn du in einem Strategiespiel das richtig gut machen willst, dass du dann auch in den oberen Preisklassen mitspielen kannst, das vielleicht sogar als Vollpreisspiel verkaufen kannst, musst du natürlich an sowas arbeiten. Ja, ist klar. Man müsste zum Beispiel das Giffing haben wir jetzt nur als Text, da müsstest du dann vielleicht schon wieder so ein animiertes Bild mit Sprachaufnahme und allem Möglichen machen. Okay. Das treibt dann natürlich Zeit und Kosten nach oben. Das gleiche ist für Simulationen. Also wenn ich jetzt mit meiner Simulation mit sehr, sehr einfacher 3D-Grafik liegen bin, dann kostet es nicht viel. Dann hält sich das, denke ich, die Waagschale. Wenn du jetzt aber schon hier anspruchsvollere Grafiken, viele Effekte, komplizierte Missionsabläufe haben willst, auch dann steigt der Preis. Also man kann jetzt nicht pauschal sagen, eine Simulation ist günstiger als ein Strategiespiel und das ist günstiger als ein Adventure und das als ein Rollenspiel. Das kommt echt immer ganz auf die Umstände an. Ja, genau, okay. Und ja, da kommt es, glaube ich, auch auf die Engine drauf an, weil es gibt ja billige und teure Engines. Oder man setzt sich wirklich hin und baut seine eigene, aber dann ist man natürlich wirklich im, dann wird es teuer. So, jetzt habe ich gerade ein Problem. Wenn jetzt ich habe jetzt irgendwie hat sich das Spiel aufgehängt. Wenn jetzt ich drücke, kommt das Spiel funktioniert nicht mehr. Also, ich lasse das jetzt einfach so und wir quatschen jetzt einfach so weiter. Ich weiß jetzt auch nicht, was da los ist. Okay. Aber interessiert es momentan auch nicht. Das wird wahrscheinlich ein Fehler sein, aber Software schon wieder. Ja, geht, das Wochenende geht alles schief. Alles. Gut, aber wie oder was ist euer Plan jetzt in naher Zukunft, jetzt sagen wir mal, ihr seid jetzt 3 Jahre alt, also sprechen wir jetzt einfach mal von der nahen Zukunft. Was gibt's auf der Gamescom? Seid ihr dort? Die Gamescom spielt jetzt für uns dieses Jahr weniger eine Rolle. Die letzten 3 Gamescoms haben wir dort natürlich tief versucht, unsere Spiele oder Spielideen zu pitchen und Publisher zu gewinnen. Da wir das jetzt geschafft haben, sowohl mit Tank Operations als auch mit dem Adventure, müssen wir da jetzt nicht mehr so aktiv werden. Das Adventure wird auch noch nicht im Kundenbereich draußen vorgestellt dieses Jahr, sondern nur im Businessbereich und für die Presse. Insofern, okay, da bin ich ja drin. Sieh an. Ja, dann können wir uns ja verabreden, dann können wir uns da gerne mal treffen. Gerne, also ich habe Termine oder ich mache jetzt morgen Termine mit dem Felix Buschbaum nochmal, weil ich möchte mit Giants reden, ich möchte mit alle, weil ich mache die ganzen Simulationen. Ich arbeite ja sehr eng mit den Games von Rondomedia und von Buschbaum zusammen und Buschbaum macht ja da, hat er ja mit Roku Publish irgendwie da das Spiel jetzt oder den Kontakt jetzt zu euch hergestellt und so weiter und so fort. Das finde ich ja echt super. Und ja, vielleicht kann man ja irgendwie einen Termin machen und dann selber mal damit quatschen. Wäre ganz cool. Weil ich habe nämlich was vor auf der Gamescom heuer. Das kann ich jetzt euch gleich mal sagen. Und zwar, ich bin noch an der Aussuche von 3 Fragen. Und es wäre cool, wenn die Entwickler oder die Publisher, da bin ich gerade voll dabei, Termine zu machen, die 3 Fragen, es sind immer die 3 gleichen Fragen.
Wie lange gibt es die Firma? Also das ist zum Beispiel eine Beispielfrage. Was wurde bis jetzt herausgebracht und was kommt in Zukunft raus? Also einfach mal schauen, ob man da Dinge